Osten. Da Osten ging Figuz Ursel und ich mit dem Korf in den Busch Ton Moos sammeln. Als wir zurückkommen, bauen wir gliegste Osterneiste auf dem Hof und in Schuhe. Nu könnt Osten werden. Der gekochten Hühnereier muss ich sowieso ein Dach fern Osten schon mit Sims anmalen, mit Buntstifte. Die anderen Kinder kriegen schon mit so schöne gefärbte Ostereier. Am ersten Osterdach morgens, ungefähr klocksam, kam Opa denn von Hof in Hus. Jedes schon mit dem glicken Spruch. Just habe ich den Schwanz von Osterhasen im Eck hüben sehen. Und dann springe ich rut auf'm Hof, um meine Osterneiste utterüm. Aber meine Neiste würden nicht mehr an der Stelle, wo ich sie Kisten baut ha. Den muss ich erst mal säugen. Und manchmal in lange Zeit. Opa hat die Neiste woanders verstecken. Mir hätte er aber vertellt, da die Osterhaus die Neiste verstecken hat. Ich kann nun nichts mehr finden und deshalb sage ich auch nicht wieder. Denn Opa hat dit schon die Neiste so gut verstecken und füllt, dass er sie sonst nicht welle finden können, als er mir bin säugen halb. Einige Monate nach Ostern beobachte ich, wie Tante Anni und Oma und den Köckenfinster keken und aber Opa lachen, weil er schimmer noch nach der Osterneiste sich, indem er egal welch um dat Buschholt und um dat Hackeholt leib und keik. Als Ende Sommer dat Holt in Drö gebracht wär, kam Opas vergammelten Osterneiste Welleton verschien. Der haar he so schön mit grüne Twiecht todeckt, dat sie nicht mehr zu finden würden.